Habe ich den Dreck jetzt wieder aufgehoben. Weg, weg, weg. Noch irgendwo Müll, ja. So. So. Oh. Kriegt man mit dem Messer mehr raus? Nehmen wir ein Messer. Hm. Tranche können wir erstmal wegpacken. Ein bisschen mehr. Gut. So, Fleisch brauche ich. Obwohl, können wir gleich zum Moped bringen. So, 52 Pfeile, das ist schön. Moped, ich komme. Ach, jetzt eine Horde, das wäre doch was Schönes. So gleich mit Hunden und allen drum und dran. So, Fleisch weg. Die Eier, kein Platz, das ist kein Platz, ey, das ist so blöd. Finde ich, hier müsste mehr reingehen. Wenigstens, dass man doppelte Sticks reinpacken kann. Die Minen kann ich im Grunde wegschmeißen zur Not. Wirklich brauchen tue ich sie eh nicht. Aber noch ist Platz da. Noch. Oh, komm. Nein, die Batterie ist alle. Ach, komm, hör auf. Du machst mal gerade kaputt, ey. Warum ist denn die Batterie jetzt leer? Oh. Die war doch vorhin noch bei 30. Oder 33. Letzte Mal. Das ist Mobbing. Ist hier wenigstens eine Wrench, dass ich vielleicht mal... Ja, super. Dass ich ein Auto zerlegen kann, in der Hoffnung, eine Batterie zu finden, also, das ist mir ja auch noch nicht passiert. Nur habe ich ein Moped und dann geht mir die Batterie alle. Oh! Oh, hier haben sie ja schon gut aufgeräumt. Na, das ärgert mich jetzt aber ein bisschen. Finde ich persönlich scheiße. Oh. Muss man nur reparieren, demnächst mal das Messerchen. Hier ist sehr ruhig im Haus. Wenn ich dagegen das letzte Mal das andere Haus gesehen habe. Kenne ich schon, lese ich trotzdem nochmal. Irgendwie haben wir jetzt alle auf uns aufmerksam gemacht. Juhu! Vielleicht wird es doch noch spannend, die Nacht. Bist du hier drin? Du bist ja da drin. Guck an. Liegt nicht im Weg rum, ich will da mal ran. Oh, hier kann man durchgucken, wa? Schlecht. So, Multiwort, da brauche ich jetzt auch nicht gerade. Das ist schön. Vitamine, immer rein. So, da war ich schon dran, ne? Gut, ganze Gebrüll umsonst. Nacht wieder ruhig. Holz, ein bisschen Tabletten und Tape weg da. Wenn man es braucht, kann man es auch nur selber machen. Weil ich gar nicht weiß, wozu ich das brauche wirklich. Hab's fürs Moped gebraucht. Weg. 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 Haben wir noch irgendwas, was weg kann? Nö. So, dann gehen wir mal oben gucken, was da noch Schönes existiert. Eine Kartoffel.
Hauen wir uns mal weg. Oh, ein Bärchen. Oh, trinken wir noch ein Bierchen. Feierabendbierchen. Wenn man Ruhe hat, kann man ja mal eins trinken. Ganz gemütlich. Ein Bärchen. Oh. Bärchen gefällt mir jetzt da draußen nicht so unbedingt. Ich meine, den letzten haben wir ja gut gemanagt. Mit Pfeil und Bogen. Wie ich das überlebt habe, weiß ich heute noch nicht. Aber es war nicht schlecht. So, mein Problem ist jetzt, ich komme hier gar nicht weg, solange ich keine Batterie habe, ne? Finde ich jetzt ein Problem. Hab gesagt, alles was grün ist, nehmen wir mit, wa? Was mich jetzt ein bisschen stört, ist, dass wir nicht wegkommen hier. Wir brauchen eine Batterie. Eine Batterie, eine Batterie. Wo kriegen... Oh. Hör auf, Bär, ey. Lass mal in Ruhe. Nehmen wir die Vordertür. Obwohl, wir hätten jetzt das Buch von Orange, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Was... wo ist die denn? Die ist da bestimmt bei Werkzeugen, ne? Wrench, Wrench, Wrench. Könnten wir bauen, wenn wir zum Moped gehen. Vielleicht haben wir ja doch noch Glück. Dann würde ich sagen, bauen wir uns eine und dann nehmen wir hier die Autos auseinander und mit ein bisschen Glück, ein bisschen, werden wir vielleicht eine Batterie bekommen. Aber so schnell ist mir ja noch nie eine Batterie entladen. Noch nie. So. Dann können wir uns hier nochmal ein bisschen entleeren. Achso, Papier ging ja nicht mehr. Warum habe ich dann schon wieder Klamotten in der Tasche? Und du kommst auch jetzt weg, ist mir egal. Oh, du kannst rüber. Okay. Hoffe, du bist weggerannt von mir. Ach, da ist ein Hirsch. Oh, oh, die brauchen aber lange. Ah, schön ruhige Nacht, ne? Ach, nur mach hin, ich will hier die Autos anfangen auseinanderzunehmen. Kann ich ja mal heimlich einen Schluck trinken. Ist natürlich blöd während der Aufnahme, ich weiß. Macht man nicht. So, bist du fertig? Wenn ja, wo? Da. Oh, dann komm, gib mir mal eine Batterie. Nicht Leder. Auch keinen Scheinwerfer. Benzin ist auch nicht so wichtig jetzt unbedingt. Ich will einfach nur eine Batterie. Schön, wer den Scheinwerfer abgebaut hat, aber die brauche ich doch nicht. Ja, weg damit, brauche ich nicht. Kann man die nicht mal scrappen? Die kann man scrappen, ne? Und Sprit, ach, ist blöd. Komm, ich schmeiß mal die Torch weg, dann kann ich alles aufsammeln jetzt, die ganzen Auto-Schrott. Und dann am Ende wegschmeißen, was ich nicht brauche. Und ich werde keine einzige Batterie hier kriegen aus den Autos. Habe ich so ein Gefühl. Kühlergrill, yay! Eine Batterie, Jungs. Haben wir noch Platz im Inventar? Natürlich nicht. Müsste irgendwas mal wegschmeißen.
Also der Hirsch da hinten macht mal echt Kürre, ne? Habe ich hier irgendwas? Nee. Ist am Wasser. Und ich hoffe, dass das dieser Hirsch ist. Blaue Autos sollen ja am besten sein für Batterien, ne? War das so? Mal gucken. Ob wir da ein bisschen mehr Glück haben. Wenn man wenigstens einen Grund hätte für das ganze Leder, ja? Motor, yay! Alle super. Huch? Kannst du mal das nehmen, was ich will? So, weg. Und wo ist die Rentsch? Ups, warte. What the fuck, ey? Scheiß Hunde, ich hasse Hunde. Boah. Ja, au. Ich bleib zu Hause. Vergrab mich jetzt. Ach, es ist eine Scheiße gerade. Ne, lief super. Ja. Und nun? Ist da wenigstens noch Sprit drin? Nö. Dann haben wir wenigstens überhaupt eine Pistole, wo noch was drin ist. 6 Schuss, 15 Schuss. Okay, die nehmen wir mal mit. Haben wir oben noch unseren Notpfeil und Bogen? Fast. Mit Stone Axe nehmen wir einfach mal mit. Eieieiei. Wer macht denn sowas, ey? Jetzt werden wahrscheinlich den ganzen Tag diese Viecher unterwegs sein. Ach, da unten haben wir noch eine grüne. Nehmen wir die grüne mal mit. Können wir uns hier vielleicht ein bisschen hochheilen? Na gut, viel Antibiotika haben wir nicht. Haben wir hier noch was gebaut? Nee. Nicht. Boah, ey, bin ich gerade. Krrr, ich hasse echt Hund. Jeden Hund, den ich jetzt auf der Straße sehen würde, würde treten. Treten, einfach treten, das Ding. Boah. Na gut, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als Kilometer weit zu laufen, um da jemals wieder hinzukommen. Na klasse. Gut, aber jetzt habe ich 3 Folgen aufgenommen. Ich werde jetzt Schluss machen. Ich bin jetzt voll deprimiert. Denke mal, wäre der Bär nicht gewesen und ich da gestunt, dann wären wir vielleicht, hätten wir es vielleicht überlebt. Ach, das ärgert mich so. Dieser Kackbär, ich hab noch gesagt. Dieser Scheißbär. Was muss der jetzt da sein? Na gut, dann werden wir in der nächsten Folge da mal lang rennen. Wo? Da lang. Und dann sehen, dass wir unsere Sachen kriegen. Eine Batterie war da. Also kommen wir auch mit dem Moped dann zurück. Warum ist hier die Tür offen? Wer hat meine Toilette benutzt? Zu, meinen Klo.
Gut. Und in der nächsten Aufnahme ist dann auch schon Tagbeginn. Dann können wir gleich los. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart bei der kleinen Session von 3 Folgen immerhin. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!